nicht schrecken. Ich schaue, ja, ich bin gerade dabei, meine Haare zu föhnen. Und ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ich werde euch heute wieder durch den Tag ein bisschen mitnehmen. Es ist schon ein bisschen später, ich glaube aktuell ist schon 12 Uhr. Die Michelle war heute das erste Mal in der Schule und ich bin gespannt, was sie erzählt. Ich glaube ja, die Kinder müssen ziemlich oft Hände waschen, Masken tragen an gewissen Plätzen. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Der Papa holt sie gerade ab. Ich muss mich nämlich fertig machen, weil in einer halben Stunde kommt nämlich jemand vorbei. Wir haben nämlich einen Dreh für Deichmann, voll cool. Also ich und die Michelle. Und da machen wir, also da wird, nee, wie soll ich sagen, shooten ist es ja nicht, weil es sind ja keine Fotos, sondern da werden halt so Videoaufnahmen von uns mit den Schuhen gemacht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich muss mir noch fertig machen, ich muss mir noch meine Haare föhnen, muss mir noch ein bisschen schminken. Die Übelkeit ist aktuell, ja, gar nicht so schlimm. Ja, Michelle ist ja da. Gar nicht so schlimm, aber es geht. Es hält sich in Grenzen, aber es ist okay. Es ist nicht mehr so wie vor 2 Tagen, wo ich nur im Bett gelegen bin. Es ist eigentlich aushaltbar, sagen wir mal so. Deswegen hoffen wir mal, dass es so bleibt. Michelle! Schulkind, wie war's? Wie war's jetzt? Ihr seid so voll wenig in der Klasse, oder? Ja, aber es ist auch viel besser. Es ist viel besser? Sitzt da jeder auf einem Tisch, oder wie? Ja, jeder auf einem Tisch. Und musstet ihr die Maske auftragen? Also in der Klasse nicht. Und im Garten auch nicht. Also nur, wenn wir durch das ganze Schulhaus gehen müssen. Aha. Cool. Also war's cool? Ja. Übermorgen hast du wieder Schule, gell? Morgen nicht, übermorgen dann wieder. Nein, Donnerstag ist doch... Achso, Feiertag, stimmt. Geh, Schatz, ich bring deine Schultasche runter. Ja. Und mach dich, überleg dir deine Outfits noch, für, weil die kommen ja gleich. Ich weiß auf jeden Fall das Blaue. Okay. Und dann habe ich noch diese schwarze, nein, diese grüne. Michelle, mach einfach, weil ich muss mir auch fertig machen. Ich schaue es mir nachher an. Ich ziehe dieses Outfit ziehe ich an für... Ich habe auch so eine Hose. Die will ich auch anziehen. Ich ziehe sie an für meine schwarzen Schuhe. Ich ziehe sie für meine rosa an. Okay. Endlich fertig. Heute habe ich es mal wieder nach dem Motto MS mehr betrieben. Ich habe Lashes draufgeklebt. Ja, schaut, glaube ich, gut aus. Wollte ich zuerst gar nicht. Wollte eigentlich nur Wimperntusche raufklatschen, aber habe mich dann dazu entschlossen. Ach, mir ist ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt. Ich habe zwischendurch ein paar Smarties gesnackt. War lecker. Aber brauche ich manchmal. Also brauche ich das so zwischendurch, wo ich merke, oh, mir wird schon wieder ein bisschen schlecht. Und dann muss ich was Kleines essen. Ja, ich überlege nun gerade, ob ich was auf die Lippis aufgeben soll. Ich mache hier mein Lipgloss Smile Pop drauf. Ich hoffe, bei dem wird mir nicht schlecht. Wie findest du den Geruch? Ja. Geht. Ist ja so, man reagiert. Ich bin total empfindlich. Also ich rieche so einfach gefühlt jeden Geruch aktuell. Egal ob gut oder schlecht, rieche ich alles irgendwie voll intensiv. Ja gut, ich gehe auch mal meine Outfits fertig machen für die ganzen Schuhe. Und dann eigentlich nur mal warten, bis die Ronja kommt. So, schaut mal, Ronja von Lego 5 und Emmy sind da. Hi. Und sie bauen da ein bisschen auf. Also wir wären hier im Wald, wir sind schon bei uns im Wald. Das ist die Michelle. Und wir werden hier im Wald so ein kleines
einen kleinen Shot machen von den Schuhen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch zum Rapsfeld gehen, weil wir haben letztens so ein schönes Fotoshooting gemacht hier. Und dann werden wir hingehen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sein wird. Mir geht es aktuell eigentlich besser. In der Natur zu sein, hilft eigentlich der Übelkeit. Es ist sehr schön draußen. Es ist wirklich sehr warm draußen auch, gell? Ja. Ich habe gestern einen Rock angezogen, einen kurzen Rock. Den ziehst du dann nie wieder an, oder? Ja. Ein Kleid war das. Ja, ist eigentlich ein Kleid. Also, noch immer heiß. Gut, einfach nur stehen. Takeover. Takeover. Sehr cool. Bitte. Sagen, wenn es losgeht. Komm. Weiter, weiter. Süß. Und dann spring runter. So, wir haben jetzt einen kleinen Outfitwechsel gemacht und auch andere Schuhe angezogen und nehmen jetzt die Emmy mit. Emmy, Babygirl, ha? Kommst du mit? Sie macht auch beim Shooting mit. Sie macht auch beim Shooting mit. Wo sind deine Deichmann-Schuhe, Emmy? Hm? Ja, so Hundeschuhe. Wo sind ihre Deichmann-Sneaker? Ja, das ist echt eine Frage jetzt. Wir beobachten die Mama. Ach so. Von der Ferne. Da, na, 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 na. Schmetterling. Oh, süß. Tschüss. Kommst du nicht. Und rumpelt nicht meine Nase. Wieso er auf deiner Nase nicht sitzt? Er hat das vielleicht ein bisschen Angst von deiner schönen Nase. Aber ein Schmetterling war mal in meiner Nase. Ach so? Aha. Hey, du hast einen Fehler in deinem Auge. Das ist von Luisa. Habe ich noch? Nein, nein. Doch. Okay. Ist gut, Lara? Nochmal. Lecker. So, meine Lieben, bei uns gibt es heute zum Mittag Tomatensuppe. Es ist ganz einfach zu machen. Man braucht nicht wirklich viel. Und schmeckt sehr, sehr lecker. So, meine Lieben, unsere Tomatensuppe ist fertig und kann serviert werden. So, meine Lieben, Essen ist fertig, Fotoshooting ist fertig und jetzt fahre ich eine Runde mit Fahrrad. Aber diesmal nehme ich euch nicht mit, da ich ein bisschen Privatsphäre brauche und ein bisschen Zeit nur für mich alleine. Lasse ich euch zu Hause und wir sehen uns dann später. Hi meine Lieben, der Papa war ja Fahrradfahren und ich habe die Luisa ins Bett gebracht und bin selber eingeschlafen, so ganz mit der vollen Montur. Das Shooting ist schon längst fertig, das hat, wann war das fertig? 16 Uhr oder so, auf jeden Fall kurz bevor der Papa mit der Tomatensuppe fertig geworden ist, war das Shooting fertig. Ja, mein Schatz, und das war wirklich urcool, also hat mega Spaß gemacht. Wir haben
3 verschiedene Outfits abgedreht und das Video werdet ihr auch sehen können, falls ihr das möchtet. Es wird nämlich auf dem Kanal von Deichmann.at gepostet. Ja, ich werde es euch natürlich dann nochmal, also wenn es fertig ist, das Video, weil der Kameramann, der dabei war und das gefilmt hat, der hat das wirklich gut gefilmt. Also ich habe ein paar Ausschnitte gesehen auf der Kamera, hat wirklich super ausgeschaut und ich freue mich schon auf das Endergebnis. Ja, ich habe mir jetzt ein Süppchen genommen von Papa, also von Papas Tomatensuppe und werde jetzt ein bisschen essen, weil mir jetzt nach dem Mittagsschläfchen ein bisschen schlecht war, weil sonst nämlich jetzt aufgewacht bin. Jetzt muss ich mich ein bisschen so, kennt ihr das, wenn man sich hinlegt? Ich meine, ich bin nicht mit Absicht eingeschlafen, einfach so, die Müdigkeit kickt bei mir so, so hart rein. Seitdem ich schwanger bin und sowieso mit der Übelkeit, dann ist der Körper noch müde, habe ich das Gefühl. So meine Lieben, wir sind alle im Auto, die gesamte Family. Die Kinder tauchen, haben so Kuscheltiere in der Hand, oder? Und lassen die fliegen aus dem Fenster. Wieder einmal hier und... ja, wo fahren die hin? Die Mutter, also ich, ich habe jetzt so mit Nachbarn die Kamera weg. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Übelkeit wieder bekommen und habe mega Gusto auf ein Fisch-Mac bekommen, weil ich habe den gestern gegessen. Und mir ging es danach so gut und ich habe den Papa überreden können, dass wir noch mal zu McDonald's gehen, weil... Mama? Im Kühlschrank gibt's Sour Cream. Ja, der Papa gekauft. Ja, aber der Sour Cream ist für mich. Hey, Papa! Hey, was ist das? Auf jeden Fall, wartet kurz. Du hast auch Sour Cream. Zuerst wollte ich ja mir nur ein Fischmeck holen gehen, aber natürlich konnte ich das nicht übers Herz bringen, weil die Kinder wollen jetzt auch sicher auch was von McDonald's sehen. Haben wir alle eingepackt. Dank dem Papa geht mir zu McDonald's. Ja! Heaven, das ist Himmel auf Erden, Papa. Der Geruch, ich sag's euch, kennt ihr das? Ich weiß nicht warum, aber aktuell dieser Fischmeck, er hilft mir so, die Übelkeit alles wegzukriegen und die Pommes. Alle sind ruhig. Hört ihr überhaupt noch irgendein Kind? Die Schwangerschaft ist teuer. Das ist so lecker. Papa hat sich nur Pommes genommen, da war ich auch nur Pommes. Für mich ist kein Geld mehr übrig geblieben. Wir genießen jetzt unser Abendessen. Fischi, Fischi, das ist das Beste. Mami, kannst du deinen Cola mit mir teilen? Mhm. Ich kann, aber ich will nicht. Hey, Beef, schaut mal, wer auf uns wartet. Beefy, nein, nicht weglaufen. Beefy ist da, oder? Beef! Nein, Beef! Beef! Abgehauen. Beefy, schauen wir mal zu den Hunden. Mach mal auf. Ja! Ja! Es ist so schöner Sonnenuntergang. Schauen wir mal, was die Doggies machen. Die Doggies. Die Doggies. 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 Yeah. Warte, da bleiben. Das ist bei Pizza-Lager. Da bleiben. Mama. Komm drauf. Upsi. Nicht mehr runtergehen. So meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich wollte mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich werde jetzt gleich noch ein Video drehen, habe ich mir vorgenommen, und zwar das 50.000 Abonnenten Gewinnspielvideo. Ich habe euch ja verraten, dass ich ein bisschen was vorbereite für euch und ja, ich habe die Zusage von allen Firmen, deswegen habe ich echt coole Sachen für euch und werde ich euch halt im nächsten Video verlosen. Also nächstes Mal bitte unbedingt einschalten, falls ihr auch was Tolles gewinnen wollt. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen beim Verlosungsvideo. Also bis dann. Tschüss.